Ja, heute der Videoblog ein bisschen außergewöhnlich, weil wir gegeneinander gespielt haben, aber da kannst du nichts dafür, dass du gegen mich gewonnen hast. Gibt es trotzdem einen Block heute. Olli, sag ganz kurz, mit dem Sebalios das erste Mal gespielt, erste Runde war eng, heute gegen uns besser gesagt gewonnen. Wie waren die ersten zwei Matches? Also gestern, sage ich mal, war es sehr zart, man hat gesehen, also Waske und Kollmann haben super gespielt. Und ich habe mit dem Ceballos noch gar kein einziges Doppel trainiert gehabt. Und am Anfang hat er mir nicht einmal das zweite Service angesagt gehabt, deswegen habe ich gar nicht gewusst, wo ich hingehen soll teilweise. Und es war halt, wir haben ein bisschen gebraucht. Beim Return schauen wir dann halt, wie es uns geht, weil ich habe jetzt letzte Woche auf der Ad-Seite gespielt und ich bin da sehr flexibel. Und ich schaue dann oft, wie es ihm geht beim Return. Ne? Und das hat dann ganz gut harmoniert. Und heute haben wir auch, also es war halt zum Schluss halt. Ja, im ersten Satz, heute müssen wir dazu sagen, warst du auf der Einstandseite der Turnier, genau. Im ersten Satz, den haben wir dann gewonnen und ja. Dann habt ihr nach dem ersten Satz gewechselt. Ja, also was ist da dahinter gewesen? Ja, ich habe halt gesehen, dass der Horacio sehr schwer tut, beim Kickservice speziell auf der Rückhand. Und da hat er dann, habe ich gesagt, okay, vielleicht können wir den dann wegtun, wenn er auf der Einstandseite ist, dann müsst ihr eher rauslitzen. Und mir war es eigentlich egal, weil auf der E-Seite ich retourniere gleich gut, ich finde, ich retourniere fast besser auf der Seite, ja. Aber ja, na gut, der ich fand es besser recht dann. Der Erfolg ja. Hat euch recht gegeben, okay, aber du warst da ein bisschen verletzt, ich meine, das war dann auch... Ja, wir haben es dann gut gespielt. Einen hast du mir draufgeschossen, ist ja. Das eine Taktik von dir, dass du dann mal einen abschießt? Nein, eigentlich nicht. ich habe es relativ viel gewechselt und dann... Das ist halt dann, wenn einer sehr viel wechselt, dann versucht man den Return aggressiver zu spielen. Und ich weiß, du wechselst immer oft in die Mitten. Und da war eigentlich Longline, aber da habt ihr genau dann dort erwischt. Aber ich glaube, im Doppel, das muss man zur Kenntnis nehmen. Ich habe wie in München gespielt, gegen Dustin Brown, der hat mich, glaube ich, dreimal voll am Körper erwischt. Aber das ist halt Doppel, ja. Ich meine, im Doppel wird man ab und zu abgeschossen. Sobald es kein Smash von einem halben Meter vom Netz ist, okay, dann sagt man halt sorry, aber man weiß, jeder Doppelspieler, glaube ich, akzeptiert das, weil das ist im Doppel. Das Ergebnis mal ganz kurz heute, wir haben den ersten 7-6 gewonnen, dann ihr 6-2, 6-1. Was haben wir falsch gemacht im zweiten und im dritten fürs nächste Mal? Naja, wir haben falsch gemacht. Oder habt ihr sogar gespielt dann? Nein, aber ihr habt im ersten, finde ich, habt ihr sehr gut gespielt. Was du unglaublich gemacht hast, finde ich, du hast einen Service abgemixt. Ja? Also du hast hauptsächlich mal einen Kick raus und dann einmal einen schnelleren, da haben wir echt Probleme gehabt. Ich muss sagen, im zweiten haben wir einen guten Start dann gehabt. Ja? Und wir haben da aggressiver gespielt und das, ich glaube, dass das mit dem Return-Wechsel auch ein bisschen damit zu tun gehabt hat. Und der Horacio hat dann richtig gut gespielt, man muss sagen. Jetzt kurz einen Ausblick auf die nächste Runde. Ja. Ist entweder Elgin Istomin oder Alexander Payer und Leander Paes. Schaust du das an morgen, die Partie? Ich werde mir sicherlich ein bisschen was anschauen, weil unsere Gegner müssen uns immer Taktik zurecht machen. Und ich würde mir wünschen, halt schon, dass ich gegen einen Alex spiele, ist er wieder Prestige-Duell. Und ja, also das sind sicherlich, sage ich mal, ein gutes Team. Und ich glaube, dass wir gewinnen werden und dann werden wir sehen. Na super. Du, dann Glückwunsch nochmal. Ich habe dann letztes schon gratuliert, jetzt auch nochmal offiziell Glückwunsch und alles Gute fürs nächste Match. Dankeschön. Super. Danke.